willkommen zurück, Leute, zu Donkey Kong Country Returns 3D. Ja, im letzten Part hatten wir ein bisschen Probleme mit dem U, könnte man sagen. Und diesmal geht es weiter mit der Maulwurf-Patrouille. Ich hoffe einfach mal, das läuft halbwegs vernünftig hier ab. Nicht so wie der letzte Part, es wäre ganz geil, wenn wir das ein bisschen schneller hinkriegen. Über eine halbe Stunde für ein Level, ja, es ist, kann passieren, muss aber beim besten Willen nicht sein. Und wäre eigentlich eher was für die, wie heißen sie? Für die K-Level, ne? Da könnte man das, da kann man das vielleicht noch über sich ergehen lassen. Oder vielleicht auch, ups, für den Spiegelmodus. Aber hier? Bitte euch, das darf eigentlich nicht sein. Ja, und das ist auch, das ist schlecht jetzt gerade. Ja, okay, so geht das. So geht das, das ist kein Thema. Boah, das ist schwierig. Das ist mal ohne Spaß, das ist ja richtig schwer. Ja, das ist sehr nett, dass sie das an Anfang packen, weil das ist ja ein Bonus-Level, da kann ich mich ja auch jetzt fast schon drüber aufregen. Ups, okay, komm, machen wir nochmal. Ist kein Thema. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, können wir hier mal kurz reingucken? Okay. Das will ich auch. Ja, ich möchte alles haben. Ich habe nicht mehr so viele Leben. Naja, was heißt nicht mehr so viele Leben? Das ist natürlich kompletter Blödsinn, sowas zu sagen. Aber ja, das war eigentlich ganz geil, ganz geil. Ups. Nein, das war nicht so gut. Nicht so unbedingt gut. Ups. Oh, das ist, ich finde es tatsächlich nicht so einfach. Okay, okay, okay. Boah, das ist eng. Das ist ein bisschen knapp bemessen ohne Didi. Das wird... könnte noch ein Problem werden, tatsächlich. Ja, wenn ich das jetzt noch oft machen muss, wäre scheiße. Boah, lass aber jetzt sofort einen Checkpoint kommen, okay? Also, bis zum ersten Checkpoint musst du das schaffen, Wollo. Bis zum ersten Checkpoint ist hier jetzt mal Pflicht. Oh, ich hasse solche Levels. Wahrscheinlich schon ein Puzzleteil verpasst oder so. Durchaus möglich. Die werfen doch wohl nicht, oder? Sieht mir irgendwie ein bisschen danach aus, als würden die gleich auf mich werfen wollen. Das würde ich gar nicht so toll finden. Okay. Oh, mhm. Ich habe das Gefühl, ich verpasse hier ohne Ende Kram. Ja, schön. Und es gab kein... Ach, ich habe das Puzzleteil. Ja, ich muss den ja gar nicht nochmal machen. Geht doch nicht so ein Blödsinn. Ist doch alles cool. Ja, dann. Ach, Mann. Ich stress mich hier wie sonst was. So. Ja, wollte gerade sagen. Lieber mal alles einsammeln, ne? Kann ja... Oh, das Leben hättest du ruhig... Ja, klasse. Das Leben hättest du ruhig haben können. Wäre nicht so das Problem gewesen. Immer schön die Bananen-Coins. Immer schön mitnehmen. Ganz wichtig. So, Ziel für diesen Part. Setzen wir uns mal. Dieses Level hier, zumindest. Das wäre schon ganz gut. Ein bisschen mehr wäre auch nicht schlecht. Möchte ich nichts gegen sagen. Also, am besten will nicht. So, komm schon, komm schon, komm schon. Immer schön alles einsammeln, Herr Wollo Wizard. Immer schön alles einsammeln. Du kannst es. Du weißt, dass du es kannst. Die kann man töten. Die kann man töten. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht sogar töten muss. Für ein Puzzleteil? Ich weiß es nicht. Ja, da war ich mir unschlüssig. Jetzt noch schnell hochziehen, weil ich dachte, der andere zieht noch höher. Und dann wäre ich in den anderen reingerast. Aber nach unten hat es halt nicht mehr gereicht. Ne? Dafür war es schon wieder zu spät. Da fragt man sich wirklich, hätte man nicht lieber schlafen können, anstatt diese Aufnahme hier zu starten? So ein schwieriges Level jetzt noch hier. Oh, Mann, Mann, Mann. Mal gucken. Aber wie ich schon im letzten Part sagte, ist es gar nicht mehr unbedingt sicher, dass ich so ein Level abschließe in einem Part. Das will ich nicht garantieren. Ist zwar ein bisschen blöd, weil normalerweise, wenn du so ein DKCR-Let's Play guckst, boah, drei Levels in so einem Part, kein Thema. Boah, die Stelle ist blöd. Wisst ihr, und bei mir dann ein Level, wenn es gut läuft. Doch mal zwei. Wenn der Part über 20 Minuten geht, dann kann es sein, dass er ein zweites Level gemacht hat. Oh, nee. Weiß nicht. Das ist doch keine... Das ist doch scheiße.
Wie sieht das denn aus? Wie sieht das denn aus, wenn jemand auf den Kanal kommt und guckt? Oh, guck mal hier, 30 Minuten DKCR. Ein Level hat er geschafft. Wow. Der ist ja gut. Naja. Ich frage mich auch mittlerweile... Boah, ich wusste nicht mehr, wo der hinfliegt. Ich frage mich mittlerweile ja so ein bisschen... Wäre ich besser, wenn ich dabei nicht kommentieren würde? Also wenn ich das Spiel jetzt einfach mal so für mich privat spielen würde, wäre ich dann besser? Keine Ahnung. Es ist nämlich so lange her, dass ich so privat für mich gespielt habe, ohne dabei zu reden. Boah, es ist so ewig her. Das ist Jahre her. Das ist... Die Jahre kommen fast hin. Ich meine, ich let's play jetzt seit gut anderthalb Jahren, würde ich sagen. Ja, doch so um den Dreh. Sogar ein bisschen länger schon. Ja, fast zwei Jahre. Fast zwei Jahre. In zwei Monaten schon zwei Jahre. Ja, tatsächlich. In zwei Monaten sind es zwei Jahre. Zwei Jahre Elend. So, jetzt wäre es mal ganz geil, wenn... Oh, ich wollte gerade sagen, schaffe ich schon wieder nicht. Okay, an dem schön vorbei. Das sieht mir nach Puzzleteil-Action aus. Oder auch nicht. Dafür dann das hier. Auch nicht. Speicherschwein. Dann ist das hier halt ein Puzzleteil wert. Yay! Wie geil. Jetzt hat er's. Jetzt hat er's. Jetzt hat er. Jetzt hat er einen Lauf. Jetzt hat er einen Lauf. Guckt euch den endlosen Skiller an. Das ist das Ende. Ich hab's endlich gekriegt. Okay. Das können wir so nicht stehen lassen. Auf gar keinen Fall. Ah, entspannt. Wisst ihr? Jo, mit echten Boden unter den Füßen. Schön. Gefällt mir gut. Ey, das ist eigentlich, die Stelle hier ist machbar. Wenn man sich so vor Augen hält, dass die immer so oben unten auftauchen, dann ist das kein Ding. So, dann haben wir auch das N. War auch nicht so schwer jetzt, ne? Okay, mit dem Zug hier so da durch, der bohrt uns den Weg. Das ist wahrscheinlich der... Das sind die Hexen aus Banjo und Tooie. Banjo Tooie, die da gerade Grunty freigedingst haben und jetzt, ne? Ihren Weg durch die Banjo Tooie Welt bahnen. Kennt ihr das Spiel? Wahrscheinlich. Ich denke mal, viele, die das hier gucken, kennen auch Banjo Tooie und wissen, was ich meine. Und wenn nicht, dann guckt euch mal ein Banjo-Tooie-Let's Play an. Banjo-Tooie ist ein schönes, schönes Spiel. Ich selbst habe noch, nie komplett gezockt. Ich hab noch nicht mal die erste Welt komplett gespielt. Und Let's Play-technisch habe ich mir davon, glaube ich, auch nur die erste Welt mal reingezogen. Also warum behaupte ich dann hier, dass es ein schönes Spiel? Weil es nichtsdestotrotz ein richtig schönes Spiel ist. Mir fehlen zwei Puzzleteile. Eins ist hier hinten. Dann fehlt mir immer noch eins. Wo soll das denn sein? Hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen mit Squawks nochmal rein, oder? Ja, komm, hilft dir alles nichts. Dann gehen wir mit Squawks nochmal rein, dann passt das. Dann würde ich mal sagen, wird dieser Part eventuell ein bisschen kürzer als der letzte. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Inventar, ja. Hallo? Ah, hab ich gesagt. Mein letzter Squawks. Danach muss ich schon wieder... Nein. Da muss ich schon wieder neue Squawks kaufen. Ja, komm. Zurück. Spielen. Ab geht's. Und jetzt bitte mal das Ding finden. Wo war das denn? Immerhin brauchen wir das Kong nicht einsammeln und so. Das ist schon mal gut. Dann müsste das eigentlich auch ganz gechillt gehen. So, 559 von den komischen Bananenmünzen. Und ein bisschen auf Squawks achten. Und vielleicht nicht sterben oder so. Das wäre auch ganz gut. Ich werde einfach mal wieder versuchen, sämtliche Bananenreihen gleich einzusammeln. So, nach dem Motto. Vielleicht... Ja, höchstwahrscheinlich hat irgendein Gegner das in sich drin, oder? Dass Squawks mir da gleich Bescheid sagen wird, dass der während die Gegner kommen. Er sagt ja noch nichts, also von daher dürften... Es dürfte ja nicht in den Bananen drin sein, wenn er sich nicht meldet, oder? Eigentlich nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Aber ich sammle doch auch schon immer alle Bananen so ziemlich ein, deswegen... Wüsste ich jetzt nicht, wo ich das verpassen könnte.
Super. Super, super, super. Aber ich überlege hier halt gerade nebenbei so ganz schön viel, wo ich das verpasst haben könnte. Oder ob es vielleicht doch ganz am Schluss ist und ich hätte da wirklich runterspringen müssen. Möglich ist es. Oh. Ja, natürlich. Und im letzten Gegner wäre es gewesen. Oder ich muss alle besiegen, vielleicht. Weiß ich nicht. Beim letzten Gegner ist er auf jeden Fall ausgerastet. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, sämtliche Gegner zu packen. Ist ja nicht das Ding. Ist ja nicht das Ding. An sich. Hm. Okay, also entweder bedeutet das, ich muss alle Gegner besiegen oder das ist wirklich da. Oder ich übersehe es. Oder ich muss nochmal besser die Augen aufmachen. Eins von beiden. Ist es da auch irgendwie da unten gleich? Und ich. Hä? Also, ich krieg ja nie alle Gegner. Deswegen bin ich mir da immer noch nicht sicher. Aber ich sehe es nicht. Ich bin ganz ehrlich, also ich habe es auch nirgendwo gesehen. Ich war jetzt so am Überlegen, okay, alle Gegner zwar treffen, aber auch gleichzeitig. Vielleicht ist es ja oben, unten, überall mit den Augen gewesen. Das ist natürlich dann ganz schlecht, wenn du hier die Gegner besiegen willst. Ah, okay. Ist tatsächlich so. Alle Gegner müssen besiegt werden. Und jetzt bitte durchs Ziel, bitte durchs Ziel, bitte durchs Ziel. Oder zumindest bis zum nächsten Checkpoint, ohne zu sterben. Ich möchte das nämlich eigentlich ungern nochmal machen. Ja, das sieht doch. Oh, 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 die Stelle ist schwer. Aber wir haben's. Und wir haben sogar wieder alles eingesammelt im Grunde, außer das G. Endlose Skiller halt, endlose Skiller. 5 von 5, fortfahren. Ja. Ich weiß, Leute, der Part ist jetzt relativ kurz. Deswegen. Ja, deswegen ist es aber jetzt nun mal so, ne? Ich könnte ja jetzt halt noch. Was ist das denn hier? Höhlenhatz. Nee, will ich jetzt einfach an dieser Stelle nicht mehr anfangen. Auch aus dem Grund, dass ich bald zur Arbeit muss. Deswegen, nee, machen wir heute nicht mehr. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ich hoffe, ihr hattet mit diesem Part Spaß. Bis dann und ciao.